And we hope you're really feeling it. I'm really feeling it! Es gab ein Direct zu Xenoblade 2 mit haufenweise neuen Infos zum Spiel. Und das gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Begonnen hat das Ganze mit einem japanischen Trailer über die Charaktere. Dazu kam auch direkt die Info, dass das Spiel mit japanischer Sprachausgabe als gratis DLC gespielt werden kann. Klingen sind künstliche Lebensformen, die sich mit ihren Meistern verbinden. Über das Spiel sammelt man Kernkristalle, mit denen eine neue Bindung zu einer Klinge entsteht. Die Wildnis und Landschaft von Orest wurde gezeigt. Welche Kreaturen man antrifft, hängt von der Tageszeit und dem Wetter ab. Besiegt man ein besonders starkes Monster, bleibt an der Stelle des Kampfes ein Grabstein. Dort kann der Kampf immer wieder wiederholt werden. Klingen können verbessert werden und wenn man zu viele haben sollte, können diese in Söldnergruppen auf Nebenmissionen geschickt werden. Wenn man spezielle Orte eines Titanen erreicht, kann man per Schnellreise dorthin gelangen. Auf eurer Reise besucht ihr verschiedene Städte, in denen gehandelt werden kann. Dort können auch Nebenmissionen für Items erfüllt werden. Noch mehr Handel gibt es auf dem schwebenden Handelsschiff. Während man Items trägt, kann man einzelne Werte des Charakters verstärken. Zum Kampfsystem. Im Kampf gibt es maximal 3 Klingen gleichzeitig. Eure Verbündeten haben Spezialtechniken, welche auf Kommando eingesetzt werden können. Es gibt 3 Arten von Klingen: Angriff, Heiler und Verteidiger, und jede Klinge hat 3 Techniken. Somit hat man bis zu 9 Techniken im Kampf zur Verfügung. Führt man Kombos aus, stehen noch mehr Techniken zur Auswahl. Wem die vielen Anzeigen im Spiel zu sehr ins Auge stechen, kann diese ausblenden. Das Spiel wird noch eine Menge DLC mit sich bringen, welche bis Herbst 2018 herauskommen. In den DLC sind neue Missionen, Items, eine neue Klinge, ein neuer Modus und mehr. In Breath of the Wild kann man nun in einer Nebenmission das Kostüm von Rex erhalten. Xenoblade Chronicles 2 kommt auch noch als Special Edition mit Artbook, Soundtrack und Steelbook. Und das Spiel erscheint am 1. Dezember. Und nun gibt es den Wochenbericht. Diesmal für den 13. bis zum 19. November 2017. Wir probieren mal etwas Neues aus. Jetzt werden Releases und News nicht mehr getrennt, sondern beides als eine Kategorie präsentiert. Es werden auch nicht mehr alle Releases durchgegangen. Also, fangen wir mal an. Rocket League ist nun endlich auf der Switch angekommen und nun somit auf jeder Heimkonsole der aktuellen Generation vertreten. Exklusiv bei der Switch-Version sind die Mario & Luigi Battlecast und Samus Gunship. Einen Kurztest zu Rocket League findet ihr auf planetswitch.de. Batman The Telltale Series hat nun ebenfalls die Switch heimgesucht. Enthalten sind alle 5 Episoden der ersten Staffel. Im üblichen Telltale-Spielprinzip wird hier eine Geschichte von Batman erzählt. Ihr trefft dabei Entscheidungen, welche sich auf die spätere Handlung auswirken wird. Noch so ein dickes Ding ist L.A. Noire. Ihr spielt den Detektiven Cole Phelps im Los Angeles der 40er Jahre und müsst in der von Korruption geplagten Stadt sauber machen. L.A. Noire ist Rockstar Games erstes Spiel auf der Switch und hoffentlich nicht ihr letztes. Irgendwann wird Skyrim noch auf meinem Toaster laufen. Vorher aber bekommt das hochgelobte Open-World-Abenteuer einen Port für die Switch. Besonderheiten bei der Switch-Version sind unter anderem die Motion-Controls beim Nahkampf oder beim Bogenschießen sowie die Kompatibilität mit Amiibo. Leute mit Zugang zum Breath of the Wild Link Amiibo können als Link verkleidet mit Master Schwert auf die Reise gehen. ARMS hat ein Update auf Version 4.0 erhalten und besitzt nun einen neuen Kämpfer namens Misango. Neben ihm kamen auch 3 neue ARMS ins Spiel, sowie diverse Anpassungen für besseres Balancing. Das neue Videoaufnahme-Feature der Switch wurde mit 2 neuen Titeln bereichert. Nämlich kann man nun auch in Skyrim, sowie auch im noch nicht hier erschienenen Monster Hunter Double Cross Videoclips erstellen. Das brandneue von Smash Bros. Inspirierte Beat'em'up Brawlout soll, deren Twitter-Seite zufolge, in weniger als einem Monat noch für die Switch herauskommen. Die PC-Version, welche schon länger zugänglich ist, befindet sich noch im Early Access. Demnach ist das Spiel eigentlich noch gar nicht fertig. Wir bleiben gespannt. Kommen wir nun zu den Highlights der Community. Twitter-User SaberMerch hat seinen linken Joy-Con genommen und einen Autoschlüssel daraus gebaut. In der Beschreibung ist ein Link, wo er Schritt für Schritt zeigt, wie er das hinbekommen hat. So kann man auch noch einen perfekt funktionierenden Joy-Con zweckentfremden. Mal sehen, was er mit seinem Rechten macht. Und das war's mit dieser Episode von der Wochenschau. Schreibt in den Kommentaren, was ihr von diesem etwas geänderten Format haltet. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst noch ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal.